Menschen nach Syrien, an alle Syrer und Syrerinnen hier in Deutschland, überall auf der Welt. Nach 54 Jahren ist diese Diktatur weg und ich finde, heute ist erstmal ein Tag der Freude. Wir wissen um all die Schwierigkeiten, wir haben alle die Sorge, was jetzt wohl passiert, darüber können wir morgen reden. Heute ist erstmal der Tag der Freude. Glückwunsch an alle. Und noch ein letzter Satz dazu. Alle, die jetzt anfangen, über Abschiebung nach Syrien zu reden, sind einfach nur, und entschuldigen Sie die Wortwahl, das sind einfach nur verkommene Drecksäcke. Heute wird nicht über Abschiebung geredet. Ja, sehr geehrter Herr von Aken, vielen Dank für diese Vorlage. Gerne bekenne ich mich, denn ich bin stolz, einer dieser verkommenen Drecksäcke zu sein, weil ich mich doch tatsächlich erdreiste, nun konsequent die Umsetzung eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster einzufordern, wonach Syrien als sichere Herkunftsregion einzustufen ist und deshalb mit der Remigration begonnen werden kann. Zudem haben wir selbst von den vielen Flüchtlingen in unserem Land gehört, dass ihre Heimat jetzt frei ist, dass sie sich auf den Gottesstaat und die Scharia freuen und dass sie an dieser wunderbaren Zukunft teilhaben wollen. Wie unmenschlich kann man nur sein, ihnen diesen Wunsch zu verwehren? Und wie übergriffig ist es erst, seine pluralistische Ideologie über den Willen der Betroffenen zu stellen? Was heißt das? Was heißt in Teilen rechtsradikal? Es klingt so, als hätte sich das der Rechtsanwalt der AfD ausgedacht und quasi wir üben alle noch Fürsprache für diese Partei. Also nach den neuesten Enthüllungen rund um einen Kramer, den Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten, klingt es weniger als eine Erfindung des Anwalts der AfD, sondern vielmehr als eine Erfindung des Verfassungsschutzes selber. Weil wenn so ein Brot beispielsweise schimmelig ist, dann mag es nur in Teilen schimmelig sein, aber der ganze Leib muss weg. Also diese Sophisterei auch um diesen Begriff in Teilen rechtsradikal, all das geht mir so ein bisschen auf den Keks im Moment. Und ich würde mir da einfach mehr Wachheit bei den Menschen wünschen. Was heißt das? Was heißt in Teilen rechtsradikal? Ja, wann sagen Sie so etwas über die Grüne Partei, über die Grüne Jugend und über die Linkspartei, wo es natürlich ganz, ganz klar linksextremistische Tendenzen gibt, Herr Harpe Kerkeling? Da würden Sie so etwas natürlich nie sagen. Und an dieser Stelle vielleicht mal ein ganz guter Ausspruch zu dem Aktivismus, den ein Harpe Kerkeling hier betreibt. Aktivismus ist ein Weg für nutzlose Personen, sich wichtig zu fühlen, @Luisa Neubauer, auch wenn die Konsequenzen vom Aktivismus häufig gegenteilig zu dem sind, was die Aktivisten behaupten, sie würden schützen oder helfen. La, da. Oh, ziemlich gut. Oh. Moslem, Buddhist, Jude oder Katholik bin, ist nur meine Sache. In der Öffentlichkeit bin ich Bürger. Ob ich zu Hause bete oder schlafe, geht niemandem was an. Wir müssen auch lernen, uns nicht so zur Schau zu stellen. Warum sollte ich mir auf die Fahne schreiben, schaut her, ich bin Moslem? Was soll das? Heißt das, ich bin nicht sicher, ob ich Moslem bin? Dass meine Eltern keine Moslems waren? Warum immer diese Flagge zeigen? Und woher kommt dieses Bedürfnis, das so zu demonstrieren? Wissen Sie, wir haben die Imame sicherheitsdienstlich überwacht und mitbekommen, dass die muslimischen Prediger aus Ägypten und Saudi-Arabien versuchten, die Einwanderer in Europa zu islamisieren. Die Prediger behandelten die erste Generation der Gastarbeiter wie Trottel. Ihr seid keine richtigen Muslime. Ihr erlaubt euren Frauen Röcke zu tragen. Ja, dieser Herr ist ein Beispiel dafür, dass es natürlich sehr, sehr viele friedfertige Moslems in Deutschland gibt, die auch total in Harmonie mit unseren Werten und mit unserem Grundgesetz leben können. Es gibt leider aber eine Tendenz, und das spricht er ja hier auch an,
dass aus dem Ausland insbesondere natürlich Prediger eingeladen werden in die Moscheen und dass man hier eine zunehmende Radikalisierung spüren kann. Das fängt auch dann schon an, wenn man sich mal die Social Media Accounts bekannter Islampprediger anhört und welche radikalen Ausformungen des Islams sie dort an sich der Jugend vermitteln. Das ist eine gefährliche Tendenz, die wir in Deutschland beobachten müssen und möglichst eindämmen müssen. Ja? Alles, was entsprechend hier in Richtung Gefährdung der freiheitlichen Ordnung in Deutschland geht, sollte mal ein bisschen besser vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Stattdessen muss man sich natürlich auf die AfD konzentrieren, denn die stellt ja die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland dar. Und damit das so bleibt, hat natürlich die Tagesschau nicht berichtet über die Enthüllung zu einem Kramer. Genauso wie die ganzen anderen linksgrünen Mainstream-Medien ebenfalls nicht. Ja, zum Beispiel auch vom Spiegel hat man bisher noch keinen Artikel zu den Enthüllungen zu einem Kramer gefunden. Es passt einem einfach nicht ins eigene Narrativ. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal eine kurze Parodie machen für die Tagesthemen in einfacher Sprache. Das gibt es ja mittlerweile. Das kann die Öffentlich-Rechtlichen dann gerne hier von meinem Kanal 1:1 übernehmen und bei sich hochladen. Ich stelle hier meine journalistische Arbeit gerne frei zur Wiederverwendung zur Verfügung. Lustige Geschichten aus Deutschland. Das ist der Stefan. Stefan ist der Chef vom thüringischen Verfassungsschutz. Stefan mag keine AfD. Neue Enthüllungen zeigen, Stefan soll den Verfassungsschutz für politische Zwecke missbraucht haben. Stefan soll Gutachten gefälscht haben, um die böse AfD ins Visier der Ermittler zu bringen. Dokumente und Aussagen interner Mitarbeiter belasten den Stefan schwer. Der Vorwurf, er soll kritische Mitarbeiter bedroht und die Behörden gezielt gegen die böse AfD manipuliert haben. Dies führte zu einer Fluktuation seiner Kollegen. Das Thüringer Innenministerium leitet ein Disziplinarverfahren wegen schwerem Dienstvergehen gegen den Stefan ein. Auch von einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht ist die Rede. Stefan ist ein Feind der Demokratie. Verfassung, obwohl eine Verfassung haben wir ja gar nicht, wir haben ein Grundgesetz. Und auch das wird immer wieder verwechselt. Verfassungsschutz ist eigentlich schon ein falscher Begriff, wir haben das Grundgesetz. Im Grundgesetz ist verankert, dass alle Parteien gleich behandelt werden müssen im Parteienwettbewerb. Und was macht der Verfassungsschutz? Die sogenannte, der Inlandsgeheimdienst, der das Grundgesetz schützen soll, er durchbricht genau die Gleichheit im Parteienwettbewerb und spricht uns das ab. Und dementsprechend ist der Verfassungsschutz selbst ein Verfassungsfeind. Ich habe es immer gewusst. Deutschland hat gar keine Verfassung. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.